Hallo, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich lasse hier mal die Beine baumeln und ich wollte euch mal was erzählen, was ich vorhabe. Und zwar, ihr habt mitbekommen, letzte Woche bin ich mit meinem Roller Diesel holen gefahren. Wunderbar. Also ich habe erstmal Diesel da. Nun möchte ich mir aber noch mal etwas Diesel nachholen und ebenfalls Benzin. Das heißt, ja, wenigstens zwischen 10 und 15 Liter super für meine Roller und wenigstens noch mal 5 Liter Diesel, würde ich so sagen. Ja, ich glaube schon. Hat das Ganze einen Hintergrund? Wie ihr wisst, sollen ja die Agrardieselsteuern erhoben werden oder natürlich auch Steuern wie auf die Fahrzeuge sowie unsere Schnellläufer, das heißt, ne, Trecker auch, LKWs und Autos bis zu 3 oder ab 3,5 Tonnen. In diesem Rahmen war das. Und es wurde ja auch angekündigt, dass im nächsten Jahr, sprich 8.1. Januar 2024, was auflaufen könnte. Und ich möchte mich in dieser Hinsicht so ein bisschen absichern. Das heißt, ich möchte mir so ein bisschen Diesel holen und noch mal ein bisschen Benzin holen. Das Ganze natürlich nicht jetzt unter Druck oder Angst oder Panik gemache. Nein, das natürlich nicht. Ich möchte einfach nur für mich ein bisschen vorbeugen, dass ich genug Benzin und genug Diesel habe und genug zu essen und trinken zu Hause habe. Ich möchte euch das einfach nur mal so mitteilen, wie gesagt, das ist keine Panikmache oder so. Das ist einfach eigenes Denken, wo ich natürlich aus dem einen oder anderen Kanal meine Info ziehe. Im Januar soll ja nun über die Landwirte, Bauern, Spedition und sowas, da wird ja wohl, da könnte was kommen. Und das könnte uns vielleicht aber auch ein oder zwei oder drei Tage außer Gefecht setzen. Und ich möchte natürlich für mich weiterhin wenigstens mobil sein. Egal was da kommt. Ne? Ob da was kommt oder ob nichts kommt. Ich möchte weiterhin mobil sein. Es könnte ja passieren, dass vielleicht mal, ne, man keinen Sprit kriegt. Oder kein Diesel. Möglich ist alles heutzutage. Und deshalb, ich hole mir ein bisschen Essen, hole mir ein bisschen Trinken, stelle das zur Seite, aber nicht den Überfluss, also ich sage mal einen Wocheneinkauf oder sowas in dieser Richtung. Das reicht schon Menge aus. Ne? Ich bin eine einzelne Person. Was soll ich mit so viel trinken und so viel essen? Nur Standard. Ne, wie ich es sonst auch mache, für eine Woche zur Seite stellen und gut ist. Ja, und das wollte ich eigentlich nur mal, ja, euch so weitergeben. Ne? Da man ja nun gerade nicht weiß, was passiert im Januar. Und ich mir natürlich oder ich auch nicht so in der Materie drin bin. Ne? Sicher, ich weiß schon einiges und... Aber man sollte auch für sich die Info holen und für sich die Info behalten normalerweise. Das heißt, nicht irgendwo raustragen und eine Panik schieben oder sonst irgendwas. Nein, auf keinen Fall. Ne? Das ist einfach normales Selbstdenken, logisch denken, vorausschauend denken und... dass man soweit alles zu Hause hat. Ganz einfach ausgelegt. Ne? So wie ich es sonst auch mache,
ja, vielleicht den 1 Liter trinken oder 2 Liter trinken mehr, ein halbes Brot mehr als sonst, je nachdem, ne? Dass man das einfach zu Hause liegen hat. Es kann ja nicht schlecht werden, es wird ja verwertet, gegessen. Ja, ich habe mir einen Kaffee mitgenommen und vergesse sogar meinen Kaffee. Kaffee habe ich übrigens auch da. Von Richard und Muni. Ja, mittlerweile noch 3 Pfund. Ah, da komme ich erstmal eine Weile mit hin. Was ich mir auf jeden Fall noch holen werde, ist ein bisschen Selterwasser oder stilles Wasser, je nachdem, dass man das eben auch mal zu Hause hat. Ne? Ein bisschen Katzenfutter für Rex brauche ja so täglich, also von daher sollte das auch noch mit drin sein. Ja, und das ist einfach ein Video, wie gesagt, von mir aus, wie ich gerade so denke. Es läuft ja nun vieles gerade falsch bei uns hier in Deutschland, aber auch in den anderen Ländern. Und aber wie gesagt, das ist nicht mein Thema, deshalb eine Andeutung vielleicht, aber mehr kann ich auch nicht machen, weil mehr weiß ich oder viel mehr weiß ich nun auch nicht. Und ich hoffe nur, dass ihr vielleicht das ein oder andere für euch daraus ziehen könnt, wie ich es mache oder was ich so mache. Bisschen Vorbeugung, wie gesagt, kann nie schaden. Man weiß nicht heutzutage, was passiert und wie alles weitergehen wird. Weitergehen wird schon alles, aber wahrscheinlich mit etwas oder ein paar Stolpersteinchen mehr wahrscheinlich. Ja, ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen restlichen Donnerstagabend. Das ist mein 2. Video, aber das sind einfach nur mal Gedanken, die ich so ein bisschen freisetze heute mal, was natürlich nicht unbedingt zu diesem Kanal zählt, aber ich denke mal, das ist auch ein Thema, was hier trotzdem noch ganz gut reinpasst, ne? Wie jetzt mit Benzin, mit Diesel, das, ne, brauche ich ja sowieso ständig und da kommt es auf 1 oder 2 Liter jetzt mehr nicht drauf an. Ich wünsche euch natürlich noch einen schönen Donnerstagabend. Und würde mal sagen, wir sehen uns im nächsten Video, ja, ganz gelassen und ganz entspannt. Macht's gut. Tschüss, euer Peter.